ihr Lieben! Wir sind im Grindelwald, beziehungsweise gerade aktuell sind wir auf der Fürst oben und wir haben gedacht, vielleicht erklären wir euch überhaupt mal, worum geht's überhaupt in dem Video? Was seht ihr in dem Video überhaupt? Und warum sind wir überhaupt hier? Wir sind unterwegs zu dem Tourismus Schweiz und zeigen einfach wunderschöne Orte in der Schweiz oder dürfen uns wunderschöne Orte in der Schweiz anschauen. Und die euch zeigen? Nicht nur Grindelwald, wir haben Grindelwald gesehen, wir sind durch eine Gletscherspalte, durften wir laufen. Und Gletscherschlucht. Durch den Gletscher durchlaufen. Wir sind jetzt oben auf der Fürst, zeigen euch im Video, wie man auf unterschiedliche kreative Weise wieder runterkommt. Ja, wo ihr auf Instagram abstimmen durftet und laufen war leider keine Alternative, wie wir von dem Berg wieder runterkommen. Das weißt du, wie lang das gewesen wäre zu laufen? Ja, schon eine Weile. Ich glaube, du bist ganz froh, dass wir da anders gleich runterkommen. Das heißt, wir haben einige Sachen, die wir machen dürfen. Wir dürfen mit einem Go-Kart runterfahren. Das klingt unspektakulärer, als es ist. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Wir dürfen mit einem Gleiter runterfliegen. Und wir nehmen euch mit in dem Video auf den verschiedensten Aktivitäten rund durch die Schweiz. Unsere komplette Tour, die wir gemacht haben, findet ihr nochmal als Link unten in der Infobox, wenn ihr euch dafür interessiert. Einfach. Ich kann Kameras schafft, das reinzuschreiben. Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber wenn ihr es schafft, das reinzuschreiben, könnt ihr euch die ganze Tour, die wir durch die Schweiz machen durften, unten in der Infobox nochmal angucken. Ganz lange gar nichts und Berge. Da lang kommt ganz lange gar nichts und irgendwann Berge. Wo genau sind wir? Also eigentlich war der Plan, dass wir so ein bisschen rein starten in, wir sind angekommen im Grindelwald und zeigen euch jetzt ein bisschen die Schweiz. Allerdings habe ich das mit dem Fahrplan ein bisschen verbaselt. Und wir sind nicht in Grindelwald, sondern wir sind in Thun. Wir hätten in Basel umsteigen müssen und wären jetzt wahrscheinlich im Grindelwald, in Grindelwald. Dafür sind wir jetzt in Thun. Wir müssen hier überhaupt gar nicht hin. Nein. Aber da und da sind Berge. Also, wenn wir mit Gepäck spazieren gehen wollen, dann können wir das machen. Also wir haben jetzt eine Stunde Zeit und dachten uns, wir gucken uns einfach Thun ein bisschen an und sind jetzt gelaufen. Also hier ist es schön. Sollen wir wieder zurück zum Bahnhof? Damit wir in den nächsten... Wo müssen wir denn nächstes Mal hin? Ja, keine Ahnung. In Richtung Grin. Interlaken, glaube ich, müssen wir umsteigen oder so. Also müssen wir nochmal umsteigen. Jetzt müssen wir nochmal umsteigen. Wir kriegen das hin, oder? Ja, ja. Tschüss, Thun. Mein Gott. Bildet es warum? Ja. Ich habe mit der Maske so richtige Segelohren, ne? Sieht man das? Ja. Ja, eigentlich hätten wir das filmen müssen, wie wir da rauskommen, weißt du, so wie so professionelle Vlogger. Ja, lass mal schnell rein. Ja, komm, wir gehen da. Wir sind im Grindelwald. Und du musst das andere allerdings drin lassen, damit das jetzt auch witzig wird. Krass, wir sind in. Also, einmal ganz kurz zur Erklärung: Wir werden teilweise mit und ohne Maske filmen. Yes. Nicht, dass ihr euch wundert, vom Sound her ist das natürlich ein bisschen kacke mit Maske, aber wenn irgendwelche Leute da sind, werden wir die natürlich aufsetzen. Und da, wo man muss, werden wir natürlich auch Maske tragen. Wenn keiner da ist, in der Schweiz ist keine Maskenpflicht. Wir werden natürlich trotzdem gucken, bei Menschen Masken aufziehen, Abstand halten. Ey, guck dir das mal an, bitte. Wir müssen. Da nicht. Da lang. Bist du sicher? Ja, guck mal. Und nicht, dass ihr denkt, ich bin super süchtig, sondern ich trage Kameras, weil kann man die Kamera gerade tragen. Wir sind auf dem Weg und treffen uns gleich mit der lieben Doris.
die mit uns auf den, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, Fischt. hochfährt. Und da gibt es einmal eine kleine Wanderung mit angeblich grandioser Aussicht. Und ein bisschen Adrenalin haben wir heute auf dem Programm, oder? Ein ganz kleines bisschen. Ich bin sehr gespannt. Top of Adventure. Das heißt, wir gehen dann nur rauf, um auf Adrenalin geladene Weise wieder runterzukommen. Ja, nice. Ich sage jetzt nicht Hallo mit der Hand, wir können uns so begrüßen. Genau. Super. Also ich bin die Doris. Danke. Herzlich willkommen hier in Grindelwald. Okay, für dich, wenn wir dich mit drauf haben. Alles, kein Problem. Prima. Ja, kein Problem. Wir filmen einfach alles mit Kamera, das schneidet nach alles. Ja, das ist schon gemacht. Und ihr müsst mir jedes Mal sagen, wenn ihr irgendwo anhalten wollt oder wenn ich zu schnell bin oder wenn hier etwas Schönes wäre. Sagt das heißt, einfach, du begleitest uns quasi. Ich begleite euch den ganzen Tag und ihr nach euren. Ich hoffe, ich kann alles beantworten mit der Gondelbahn. Auf 2168 Meter. Genau. Auf 2168 Meter. Aber wir müssen es nicht laufen, wir können fahren. Alles gut, ja. Dann gehen wir doch mal hoch, fangen mal unser Programm an. Gehen wir erstmal nach oben. Gibt es noch was zum Mittagessen auch noch? Oh, das klingt gut. Ob ich einfach umfalle, weil es zu hoch ist. Nein, weißt du, jetzt wissen wir nicht. Oh, what a day to be alive. What a dream to have a heartbeat. What a way to spend my time walking on this satellite. Everything I need is here and now. Look at how the colors dance around. Möchtest du dir schöne Orte in der Schweiz angucken? Möchtest du den Leuten auf YouTube zeigen, was es für geile Orte in der Schweiz gibt? War ich darauf nicht vorbereitet. Okay. Ich sitze in der Gondel und werde gleich nach unten geschossen. Ist nicht so, als hätte ich Angst. Oh, ich habe scheiße viel Angst. Alter. So sieht es aus. So sitze ich hier auch drin. Festgemacht in so einem Boot. Und probiere nicht zu schreien wie ein Mädchen. Und da geht's jetzt runter. Ja. Falls diese Aufnahmen irgendwann gefunden wurden. Es macht Spaß, sagte man mir. Bereit? Ja. Oh, Scheiße! Warum fährt ein Tinker so langsam? Weil die beleichtet.
Warte mal, bin ich deswegen Erster, weil ich fett bin? Ja. Also vor der ersten Fahrt hatte ich noch Schiss, auf die zweite freue ich mich, weil das ist echt geil. Genau, so ist es. Komm, geh auf. Wobei dieses Warten ist. 3, 2, 1, let's go! What the fuck? Meine Beine zittern jetzt. Das Losgehen war geil. Boah, ihr Lieben, wir sind jetzt mit dem Glider, gerade mit dem Flieger, First Flieger hier runter. Das war der absolute Hammer. Es das war so cool. Ich hatte so Schiss davor, aber es war so es geil. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten, wofür ihr auf Instagram gewotet habt. Wir nehmen so ein Mountain Kart. Das sieht aus wie ein Go-Kart. Und wir machen immer von Strecke zu Strecke. Das war jetzt die erste Strecke mit dem Flieger. Und jetzt geht es noch weiter den Berg runter, eben halt mit dem Mountain Kart. Darüber. Die Karts sind wirklich lustig, die zu fahren. Wir haben gerne mit Emily Gross, SML und XL. Ich glaube, es ist XL oder L oder L. Okay, und dann M und L. Okay. Wenn du fährst, musst du beide Fuß hier oben lassen, auf hier vom Boden. Ja. Okay, und dann sind wir für die zwei. Ja. Der linke Bremse ist der linke Rand. Und rechts ist der rechte Rand. So. Das trifft nicht auf meinen Kopf. Okay. Zeig mal deinen Betonschädel. Dieses Gebimmel. Ich hab so einen großen Kopf, ne? Ich glaube, du kannst auch bestellen. Ich glaube, das wird anders geil. Oh, Kacke! Woo! Oh, Achtung, Kühe! Sorry, Kühe! Hallo, Kuh! Ich gebe dir 5 Euro, wenn du da runterfährst. Du musst mich tot sehen, oder? Nein. Ey, du kommst jetzt aber nicht auf mich zu, oder? Okay, Bro. Ich bleib einfach hier sitzen und wir sind Freunde, okay? Da kommt die nächste. Möchtest du zuerst oder sollen wir zuerst? Ich bin dann möchtest du, dass wir Platz machen oder? Okay, warte, wir machen dir Platz. Dann kannst du laufen. So, jetzt kannst du. Alles cool. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich nicht einfach isst. So, aber ich glaube, dann. Ich glaube, da können wir runterdüsen, oder? Ja. Das ist super geil, oder? Ja, mega. Das ist super, super geil. Das ist wirklich richtig. Alter. Also. Ihr Lieben, wir sind wieder angekommen unten am, wie nennt man das? Berg, Fuß, Fuß? Ja, am Fuß des Berges. Wir hatten einen wahnsinnig, wahnsinnig schönen Tag. Und der Puls normalisiert sich so langsam auch ein bisschen. Ach komm, es war super cool. Es war super geil, ja. Mega viel Spaß. Cool. An der Stelle, Doris, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns alles gezeigt hast, alle Fragen beantwortet hast. Wir durften dich mit allem löchern. Du bist von der Jungfraubahn hier, jawohl, richtig? Jawohl, genau. Das heißt, alles, womit man hoch und runter kommt, ist von euch. Genau. Also ihr Lieben, wenn ihr jemals, das gehe ich davon aus, wenn ihr unser Video gesehen habt. Fragt nach Doris. Ja. Klingelt. Kommt hierher, nutzt das einmal. Es war der Wahnsinn.
So, für uns geht es jetzt weiter. Wir springen jetzt in den Zug und dann fahren wir nach Engelberg. Nach Engelberg. Engelberg, genau. Und da geht es dann weiter mit dem zweiten Teil von unserem Ausflug. Tschüss. Danke. Tschüss.